Inmitten des Paseo Marítimo gelegen, hat das Auditorium von Palma eine herrliche Lage. Von der Dachterrasse schaut man weit übers Meer, sieht den Club Nautico und die alte Mole, bei guter Sicht sogar bis zur Insel Cabrera. Nach links schauend sieht man den Almundaina-Palast, die Lonja und die Kathedrale. Nach rechts schaut man auf den Club de Mar und das Hafenbecken von Porto Pi. Erbaut 1969 ist dieses Gebäude das erste in Spanien, das mit besonderer Sorgfalt hinsichtlich der akustischen Qualität, einer guten Sicht und komfortabler Multifunktionalität konstruiert wurde. Nicht nur die Architektur des Gebäudes ist bemerkenswert, sondern auch die Tatsache, dass das Auditorium als Institution in der Hand eines Privatmannes ist, eines Sprösslings der Familie Ferragut. Auf alle Fälle ist dieses Konzerthaus ein würdiger Ort für das Sinfonieorchester der Balearen Ciutat de Palma, aber auch für anspruchsvolle Theateraufführungen und als internationales Kongresszentrum bestens geeignet.